Also dieses Gefühl, was wir Angst nennen, das schenkt er, da zu sitzen. Was passiert, wenn du es einlädst? Wenn du das, was da sitzt, wirklich erinnerst? Kannst du dich spüren in dem Moment, dass es dich gibt? Kannst du das spüren, dass es dich gibt? Bist du da? Gibt es dich? Ist dir nicht genug zu spüren, dass es dich gibt, dass du da bist, dass du nichts dafür tun brauchst? Ich kenne in letzter Zeit nur das unangenehme Spüren von dem, was da ist. Von dem, was da ist oder von dir? Von dem, was da ist. Ja. Ist das, was da ist, bist das du? Oder bist du derjenige, der das spürt? Ich spüre das. Genau, du spürst das. Und wie geht es dem, der das spürt? Fühlt sich das unangenehm, der unangenehm an? Der das spürt, wie fühlt er sich an? Ruhig, ruhig fühlt er sich an. Ja. Das bist du. Wie kriege ich den da rein? Der ist da drin, sonst wärst du nicht hier. Was meinst du denn, was in deinem Körper wohnt? Wer jetzt atmet, wer dafür sorgt, dass dein Atem fließt? Aber ich kann in letzter Zeit kaum atmen. Was passiert, wenn du erlaubst, dass der Atem von selbst geht? Wenn
glaube, dass ich von selbst atme. Dass das Leben selbst dich atmet. Du lässt einfach los, gibst den Raum, brauchst nichts mehr tun, musst nicht dafür sorgen. Erlaubst, dass das Leben selbst dich atmet. Und du kannst erfahren, der Atem kommt und geht. Du brauchst gar nichts tun. Du kannst einfach beobachten, wie der Atem von selbst kommt und geht. Wenn du so erlaubst, dass es dich atmet, dass es auch bis in deine Füße geht, dass der Atem, dass du erlaubst, dass der Atem bis in deine Füße geht, dass das Leben dich, diesen Körper, ganz erfüllt. Nehme das Blut aus deinem Herzen, das bis ganz vorgeht. Bis wohin geht es? Bis wohin spürst du es, dass es geht jetzt in diesem Moment? Bis da, wo er gerade ist. Ja, das ist gut. Geht es auch ohne die Hilfe? In dem Moment, wo du dann mit deiner Aufmerksamkeit mal in den großen Zeh gehst. Du gehst einfach mit deiner Aufmerksamkeit in den großen Zeh. Kannst du ihn spüren? Ja, so vage. Bleib mal da und geh mal in die anderen Zeh, vielleicht erst mal in einem Fuß. Spürst du, wie es da anfängt zu kribbeln, wenn du da bist? Mit deiner Aufmerksamkeit? Kribbeln und brennen tut es schon die ganze Zeit, aber eher so, dass es was abschnürt halt. Wie ist es jetzt? Was, wenn du erlaubst, dass dieser Schmerz einfach auch da sein darf? Also du erlaubst einfach, dass sich ständig etwas verändert. Da ist immer der Kopf. Der Kopf sagt, ich erlaube das, ich erlaube dies. Der Kopf macht viel, aber es, der scheint nicht. Also der Kopf und das Herz, die scheinen ständig zu kämpfen. Und was machst du? Zittert im Moment. Dein Körper oder dein Körper? Dein Körper zittert.
Also da gibt es deinen Kopf und da gibt es dein Herz und jetzt scheinen zu kämpfen. Ich weiß nicht, passt der eine ins andere oder das eine? Also ich meine, ist der Kopf im Herz oder das Herz im Kopf? Ich meine, ich kann es nicht anders ausdrücken. Das ist so. Ist denn beides in dir? Ja. Okay, ist beides in dir? Ja. Und darf beides in dir sein? Was ist in dir? Oder überlegst du noch, ob das auch in dir sein darf? Also der war jetzt mal ganz ausgeschaltet. Ich habe eigentlich nur versucht zu spüren, was da gerade passiert. Und was passiert? Wenn du wahrnimmst, dass beides da ist in dir. Ja, das, was das wahrnimmt, das ist ja so groß und schließt alles ein. Das fühlt sich auch ruhig an. Ja. Aber das, dieser Körper, der doch eigentlich an einem Stück ist, Eigentlich. Selbst die neuesten Wissenschaftler sagen, das ist gar nicht an einem Stück. Es gibt gar nichts, was an einem Stück ist. Aber so sollte es sich anfühlen. Also so. Also dieses Gefühl, dass da was abgeschnitten ist, ist ganz widerlich. Was ist? Oder dass es da nicht, dem nicht gehorcht, was es eigentlich tun sollte. Die Füße laufen und dabei warm und durchblutet sein. Mich tragen. Kann es sein, dass in dem Moment, wo wir eben etwas nicht erlauben, das darf aber jetzt nicht krank sein, dass dann erst recht in dem Moment erkrankt ist, dass in dem Moment abgestimmt ist, also mein Nichterlaubung, mein Nein sagen, das ist das Abscheiden, das ist die Trennung. Das kann sein, ja. Aber die Einladung mal auszuprobieren, wenn die Füße kalt sind, sind die Füße kalt. Ne? Ja. Und zu erfahren, was passiert, wenn ich nicht mehr Nein sage, sondern Ja sage, okay, die Füße sind kalt. Ja. Die Kontrolle aufgeben ist. Was passiert, wenn ich nicht mehr kontrolliere? Ja. Und den zu sehen, der das sagt, und mich zu fragen, wie geht es mir, diesen Kontrolleur in mir so sehr Raum in mir zu geben? Und das ist das, was ich wirklich will. Nein. Nein, dieser Kontrolleur. Der springt mich, der blockiert mich. Okay, und was ist es, was ich wirklich will? Leben. Dann gilt es zu leben. Also zu bemerken, ich kann tatsächlich mit dem gehen, was ich wirklich will. Ich muss auf diesen Kontrolleur nicht hören. Kann mich für dieses Leben, was ich wirklich will, entscheiden. Und mit jedem Schritt, in jedem Augenblick herausfinden, was es eigentlich bedeutet zu leben. Mich darauf einlassen. Dieser Lebendigkeit zu folgen. Wie fühlt sich das an für dich? Dann ist das Kind wieder da. Das Kind ist enttäuscht worden. Aber das liegt. Ist das jetzt da? Die Enttäuschung? Nein. Nein. Dieses Kind, was du jetzt wahrnimmst, ist das frei? Ja.
Kind kann sich nicht richtig wahrnehmen. Das ist. Das weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was es machen soll. Aber hat das Kind die Freiheit, das herauszufinden? Ja, vielleicht macht ihm gerade die Freiheit ein bisschen viel Respekt. Ja, und wir haben als Kinder gelernt, dass wir das und das tun sollen und das nicht. Zum Glück gibt es jetzt Kindergärten und Schulen. Das Kind durfte aber nicht, was es wollte. Aber jetzt dürfte es, was es wollte, wenn du es erlaubst. Jetzt bist du derjenige, der es dem Kind erlauben kann, oder nicht? Und du entscheidest, erlaubst du deinem Kind, mal tun und lassen zu können, was es will, vielleicht einfach mal 5 Minuten, einfach mal zu Hause herausfinden, was will denn eigentlich mein inneres Kind? Sagst du mal, für eine Stunde bin ich nicht erreichbar und findest einfach mal für dich heraus, in einem geschützten Raum, wenn du willst. Was passiert eigentlich, wenn ich meinem inneren Kind erlaube, einfach mal Kind zu sein? Ich werde es versuchen. Tschüss. Vielen Dank. Ich danke dir. Ich danke dir. Und dir. Und allen, dass sie das mit ausgehalten haben. Danke. Ich danke dir. Nada, vielleicht darf ich auch mal was sagen. Ich bin hier vor 1,5 Jahren bei dir auf einem Seminar gewesen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch so erinnerst. Ich habe auch 4 Tage nur geweint. Ich habe wirklich viel losgelassen. Und dafür möchte ich dir danken. Heute bin ich schon in der Lage, ich bin zwar oft berührt, die Tränen kommen mir auf, aber das empfinde ich nicht mehr so unangenehm, weil ich doch sehr viel loslassen konnte. Es ist jetzt so, ja, ich kann auch sogar sprechen. Darf ich mir was von dir wünschen? Ja. Hast du dir selbst dafür gedankt, dass du dir das erlaubt hast? Ja, ich danke jeden Tag für all das, was ich jeden Tag bekomme. Und dir selbst dafür, dass du es bekommst und dass du dir erlaubst, es zu erhalten? Ja, das gelingt mir jeden Tag, aber immer mehr. Und, danke. Ja, und sonst, wie gesagt, würde mich auch nur, weil wir jetzt vielleicht wieder in verschiedene Richtungen gehen. Ich wünsche euch einfach, dass ihr erfahrt, dass alles einfach vollkommen ist, egal was passiert. Und heilen. Uns alle heilt. Mehr und mehr. Und dass hinter allem das Glück ist. Und wenn euch irgendjemand in euch oder außen erzählt, dass ihr was anderes als Liebe seid, dann untersucht das mal.